Ich hätte zumindest gehofft, als ich es im 1. Januar losgeschickt habe, dass ich am 23. Februar das da habe. Weil ich weiß nicht, wie gut ich Forest so zocken kann mit dieser Grafikkarte auf WQAD. Ich weiß gar nicht, ich habe da, glaube ich, nicht so aufgepasst. Hast mir gezeigt, aber nicht bewusst mitbekommen, ob du das mit Absicht gemacht hast. Mit dem Positioning muss man mal schauen, okay? Willkommen in der Akademie von Allgefahr. Es freut mich, dass ihr unsere Einladung erhalten habt. Wir sind nicht ganz auf dem neuesten Stand. Neue Schüler. Wunderbar. Es ist sehr 19 über Zeit. Ja, ich habe 19 in der Tasche, aber... Nun, in der Tat. Ist halt wild. Kommt mit uns. Es sollte nicht lange dauern, eine neue Lektion vorzubereiten. Diese Culture sind in unserer Abwesenheit wie wild gewachsen. Könntet ihr sie beseitigen, während wir die Lebensenergie dieses Ortes neu ausrichten? Negativ. Beachte deine Schritte. Fläche unter dir. Fläche unter dir. Boah, ey, was ist denn? Wie viele Flächen sind denn unter mir? Ja. Schon wieder. Beachte deine Schritte. Welche Keys fehlen dir denn noch, Chanella, auf 18? Weil Forsythe meint, er muss dir noch helfen, die Keys auf 18 oder so. Beachte deine Schritte. Sind das nicht die, die mir auch fehlen? Achso, ja, das habe ich ja auch gebraucht am Mittwoch. Ich habe jetzt erst die 18, dann bin ich jetzt gelaufen, tyrannisch. Ich habe halt alle gebraucht. Ich habe Mittwoch, habe ich zwei geschafft. Und heute hier, dann habe ich jetzt noch zwei, genau. Ich habe auch erst heute angefangen mit dem Ganzen so richtig. Schau mal, abends wollen wir hier. Bauermaschine. Beachte deine Schritte. Zwei, fünf irgendwas. Keine Ahnung. Wo steht das? Beachte deine Schritte. 2520. Aber erst jetzt erreicht. Sie war 2-4. Das ist zu viel Lebensmagie. Was 8 tut oder 247 irgendwas. Was ich tue? Das ja, das ist 253. Was macht ihr? Ja. Was hast du gekriegt? Das nur? Das ist irgendein Transmog, irgendwas, keine Ahnung. Und eine Vollheldental oder so ein Scheiß. Bitte, helft uns, neue Schüler. Da geht's, ne? Ja, danke schön. Irgendwelche Schultern und Dinge. Oh, aber so synchron laufen wir nicht. Oh. Ich muss den Boss da schon dahin schicken. Boah, das, so konnte ich jetzt aber nicht auf die Dinge. Also. Das war voll viel besser. Lol, vorhin war ich über 200k kurz. Also das war jetzt ein Schmutz mit diesen blöden Ads da. Ohne, also diese 8 Meter Imp-Explosion war jetzt halt Müll. Das war jetzt Müll. Beachte deine Schritte. Flächenschaden gleich.
Was denn? Was habe ich denn getan? Ich hab dir mal ein CD drücken können und war tot. Was denn? Ja, weil ich zu dem scheiß Baum und zum Tank gehen will, einfach. Nee, ich wollte zu dem Tank, zum Baum, da wo der Tank ist. Das war nicht mein Ziel. Ich will doch mal zum Tank hin. Wie, ich darf nicht zum Tank, oder was? Ja, ich versuche mich immer ein bisschen abseits zu stellen und dann, wenn der Tank all hat, gehe ich halt hin. Warum darf ich nicht hin? Machen die AOE oder was? Aber ich stelle mich immer am Anfang hier abseits hin ein bisschen und danach gehe ich halt... Ja. Das ist ein bisschen schief gelaufen. Kann der Druide mich rebuffen oder so? Nee, oder? Gar keinen Bock. Beachte deine Schritte. Durch Blitzschlag markiert. Positiv. Beachte deine Schritte. Rotes Eck. Naja, hast du recht. 4, 3, 2. Hast du recht. Achso, Grisou, ich hab mehrere Fragen an dich, habe ich aufgeschrieben. Erstmal, was für ein Food soll ich mir gönnen? Und zweitens, was ist Fragen an Grisou? Frage Grisou, da steht Gex, fragt Grisou was? Was soll der Gino fragen? Scheiße, mein Pad ist schon wieder weg. Wirst du mein Pad? Oh, jetzt muss ich mein Pad spawnen lassen hier? Oh Gott, 5 Sekunden Pad spawnen lassen jetzt hier. Beachte deine Schritte. Ah, gleich lese ich vor. Ich weiß nicht, was da steht, was der Chiklex mir gesagt hat, dass die Gino fragen soll und den Grisou. Mann, wie ist das beschissene Pad langsam. Ich weiß nicht, warum es so oft stirbt in letzter Zeit. Beachte deine Schritte. Ey, Digga, ich bin instant losgelaufen. Du Hurensohn. Beachte deine Schritte. Die Elemente gehorchen mir. Aber ich dachte, irgend so ein Mischfood oder so. Meisterschaft Tempo oder irgend sowas, dachte ich. Nur so ein Glückskeks. Du kaufst das Ding, aber ich kann es doch nicht immer nehmen, jedes Mal, wenn ich sterbe. Was machen die Vögel hier? Ich kann doch nicht jedes Mal ein Feast opfern, wenn ich sterbe. Ich sterbe dann irgendwie vielleicht 10 Mal. Soll ich jedes Mal ein Feast opfern? Gibt es da nichts was anderes? Also, als Alternative. Ich nehme jetzt immer Vielseitigkeit. Damit ich ein bisschen mehr aushalte hier. Also immer, also... Ja. Erlegt sie! Sie haben hier alles ruiniert! Wo tut man die drauf? Also was für ein Item? Geht das? Ich hab gehört, es gibt irgendwie sowas. Wenn man stirbt, das hält dann so 2 Stunden, das Food, glaube ich. Auf ein gecraftetes. Ist das so verziert oder wie? Muss man dann ein anderes verziertes wegnehmen oder wie? Die Elemente. Oder zählt das nicht? Okay. Ja, ich kann da nichts mehr craften. Aber muss bis dahin ein anderer Plan hier. Ja gut, dann hau ich mir das beim nächsten Mal drauf. Aber ich kann das doch auf die Ding tun, ich kann das doch auf den Rücken tun, oder? Im Nachhinein. Geht das auch am Rücken? Weil am Rücken habe ich weggetan. Ja, okay, hast du gerade geschrieben, habe ich gesehen. Okay.
Und wie wirkt sich das aus, dass das Food halt nicht mehr weggeht, oder wie? Schockwelle. Nie wieder? Schockwelle. Fläche unter dir. Ja, du hast zwei Hand und zwei Stunden und das hast zwei Stunden halt. Also gut. Und was ist nach den zwei Stunden? Die große erledigen. Ich aktiviere die Ziele für Lishras. Für euch Weichhäuter bedeutet das Krallenwurf. Zieht damit ihre Aufmerksamkeit auf euch. Ach so. Okay, das geht halt. Das hat nicht so einen Cooldown wie so ein. Das hat nicht so einen Cooldown wie so ein Spielzeug. 12 Stunden Spielzeug hält eine Stunde. Sondern das ist halt einfach da und nach 2 Stunden ist ein neues Food. Ja, das ist ein Pock. Durch Blitzschlag markiert. Positiv. Schweine teuer. Die Mats für das Craft oder was? Verteilen. Schockwelle. Müssen wir mal schauen. Erstmal, ob es auf dem Rücken geht, weil den habe ich ja auch gecraftet. Oder craftet, also doch selbst gecraftet sogar. Und dann aufwerten lassen von anderen. Du sagst, achso, du sagst nicht so, guck mal, wo ich gleich stehen kann. Schauen wir mal gleich. Erstmal die Dinger hier. Stehst du immer Mitte? Naja, will ich ja nicht. Scheiße, gerade weggeschaut. Beachte deine Schritte. Also hier stehe ich, oder was? Hier? Durch Blitzschlag markiert. Positiv. Schockwelle. Fuck. Lauf doch nicht weg, Digga. Scheiße, ich sehe nichts, Flügel. Warte. Oh! Scheiße, ich kann nicht porten, das ist direkt da. Also ich. Scheiße, Digga. Scheiße. Verteilen. 4, 3. Ich muss abstecken, oder? Scheiße. Der Tank. War das die einzige Möglichkeit, jetzt zum verfickten Tank hinzugehen, oder was? Ist die einzige Möglichkeit gewesen, oder was? Setz doch den. Setz doch irgendeinen hier. Setz diesen. Rary. Setz den Krieger, der kann executen. Komm. Meine Nahrung ist leer. Also, okay, jetzt schauen wir mal. Wo sind weniger Swirlies? Hier vielleicht, oder? Hier konnte ich vorher ein bisschen stehen, links, rechts dodgen. Hier auf diesen. Okay, hier. Durch Blitzschlag markiert. Hier sind diese Wirbel. Da vielleicht. Okay, Treppe sind jetzt weniger. Verteilen. Aber wenn. Kann ich in der ersten Treppe stehen, ohne dass ich dann. Also, dass ich LOS gehe? Schockwelle. Tank tot 1%.
will er von mir? Was soll ich nicht machen? Do not in the sundering. Again, please. Ja, keine Ahnung, Dick. Ich bin am Rumlaufen gewesen, alles und ich weiß nicht. Können wir nicht hier weitermachen? Okay, also das ist mit Food. Ihr meint, es ist ultra teuer. Könnt ihr mal... Achso, okay, ich habe auch kein TSM aktiviert oder so. Weil TSM und Züge und alles zusammen gibt halt mehr nix. Oha, die Axt. 66k. Scheiße, ich weiß nicht, wo ich hier LOS gehen soll, Leute. Dem Ding da? Bis ich jetzt umgedreht habe. Ist das stackbar? Ich dachte, okay. Schockwelle. Oh, scheiße, Entschuldigung. So, es ist am einfachsten. Sind sie da vorne hängen, dann kann ich hier LOS gehen. Ja. Ich kann halt nicht so LOS gehen hier. So mitten im Weg irgendwie. Schockwelle. Das freeze das Spiel. Dann komm nicht so einmal alles weg. 66k. Und ich bin hier auf diesem Scheiß-Server, wo ich mit dem Chao hier alleine bin. 66k. Ja, okay. Dann... Trotzdem, alternativ wird erstmal. Auf Farmen etwas. Ja, ich war ja auf 3. Also, alle anderen Schatz sind auf 3. Was geht im Raid auch, oder was? Ja, klar, überall, wenn ich sterbe. Bevor es jetzt der ganze Raid, braucht man gar kein Feast mehr. Alle 2 Stunden ein Feast? Ist das nicht ultra geil? Krass. Das wäre doch gigantisch. Ja, stellst einmal ein Essen oder höchstens zweimal, je nach Raiddauer. Bei 3 Stunden stellst du zweimal. Oh, krass. Wird sich halt bei mir, also hätte sich bis jetzt gelohnt, sag ich mal bei mir. Ich habe jetzt nicht wenig gespielt, es wird jetzt weniger mit der Zeit. Wie gesagt, Mitglieder des blauen Drachenschwarms aus Versehen, dass ich froh bin, dass ich so geschafft habe, so hier zu spielen. So 2 bis 3 Tage ist, glaube ich, Minimum in der ID. Alles drüber hinaus ist je nachdem, wie ich Lust habe oder wie ich halt kann. Ich kann es mir auch nicht immer aussuchen. Die blauen Drachen kämpften erbittert gegen Vexamus und hinderten das Konstrukt daran, arkane Kugeln zu absorbieren, durch die es weiter wachsen konnte.
Vexamus begann, mächtige arkane Bomben zu erzeugen, um die Drachen zurückzuschlagen. Negativ. Beachte deine Schritte. Dem Sieg nahe waren, setzte Vexamus seine gesamte arkane Macht gegen sie ein. Oh Mann, hey. Verdammt. Gott, du bist auch noch da. Ganz vergessen. Ja, toll. Aber manchmal gehst du einfach und sagst nichts. Die scheiß Mechanik und dann stirbst du. Nur ja, weil sich einer nicht bewegt. Im Raid, ja? Nein, in Noku. 16er plus. Bin zum Magier hingelaufen, das Sack abzubauen. Was passiert? Trifft mich so eine scheiß Wolke. Blitz. Weil der mitten im Blitz stand. Und ich gesehen habe, dass alles blau leuchtet. Aber wenn ich es trotz mir, ich mache echt guten Schaden, Mann. Was spielst du überhaupt? Hunter? Ja, ja. Ja, das ist krass, wie der Hunter gepusht wurde. Also das ist krass, wie in der Tabelle. Der Hunter war eigentlich auch ziemlich weit hinten. Und dann ist er jetzt einmal ziemlich weit vorne. Sogar der Beastmaster. Fläche unter dir. Beachte deine Schritte. Aber war ja klar, dass der Beastmaster wieder vorkommt, weil es spielen ja so viele Beastmaster. Mal vor, dass die Leute. Ende Frostmage ist richtig gut geworden. Leute quitten, die alle Hunter spielen wollen. Ja. Nein, ich bin zum Frostmage gelaufen, damit ich mein Stacker bauen kann. Das ist plus minus scheiße. Ist krass, Gagrisur, weil man hat es getauscht hier. Die MM war ja besser. Also, ich bleib bei Hexe, egal wie es ist, wenn's irgendein Spec wird schon immer okay sein, würde ich mal, sag ich mal, oder? Was meinst du so aus deiner Erfahrung? Also irgendein Spec wird ja irgendwie immer gebraucht. Keine Ahnung. Was ist denn mit dem da? Ich meine, ist er jetzt. Wie schätzt du es denn ein? Ist er jetzt schlecht oder was? Oder sagt, wird wieder gut? Ist er jetzt doof oder so? Er ist ja kein Top-Tier, aber ja, gut, das ist ja. Gibt ja nicht so viele Top-Tier, oder wie? Oder sind halt alle anderen Top-Tier? Wie viel Top-Tier gibt's denn? Also. Ich, Unholy ist auf jeden Fall safe top hier. Ist Beastmaster jetzt auch top hier, oder wie? Oh, muss man verorzen hier. Ist dann mal da rein. Ich hab grad nur auf die Patente schauen wollen. Die Uhrzeit. Und dann bleib ich stehen, oder was? Gerade dann kommt was unter mir. Uhre. Wie viele Bomben wollen sie haben? Ja, yeah, ich will sie! Nach 3 sieht gut aus, ne? Dann könnte noch ein Bein sein. Ja. Mal gucken. Dann würde ich, glaube ich, auch Holz auch lassen. Einfach sagen, Holz hat mich geschlagen, hat gewonnen. Wenn wir die scheißen Holz anzutun, jetzt zehnmal hintereinander. Release halt, Digga, du bist 2 Meter hier weiter weg. Achso, okay, wir können hier noch letzten. Wieso Moveset out? Musst du doch gar nicht. Fläche unter dir. Musst du doch gar nicht. Ich dachte, mit denen tust du die Mobs rollen. Also. Hauen.
Lass uns doch den Crash nach dem Boss machen, oder? Aber Monster gezüchtet hier. Wer seid ihr? Ihr seid hier nicht angemeldet. Dieser Raum ist nur für Schüler. Geht sofort. Das Scheiß auf Prozent, lass uns das danach machen. Angemeldete dürfen eintreten. Denkt darüber nach, was ihr getan habt. Ja, leck mich doch am Arsch. Also dieser Vulkan. Also echt, Quake und Vulkan ist so ein verfickter Abfuck für die Caster und auch Dings da, dieser Geist. Wie, ist außer Range oder was? So heftig mit dem Damage und der Sheet in der Woche oder der, war nicht die Woche. Schlechte Schüler, schlechte Noten. Lernt daraus. Und mach doch bitte Mortal Coil, dass es auch 30 Meter ist. Achso, ich kann das nicht nutzen. Noch Cooldown. Entschuldigung, ich hab noch verfickt nochmal Cooldown. Minuspunkte für euch. Atemgleich. Denkt darüber nach, was ihr getan habt. Oh, da kommt er. Minuspunkte für euch. Fläche unter dir. Lauf. Ihr werdet das Semester. Immer noch Cooldown. 3 Sekunden. LOL. Fläche unter dir. Das kannst du dir doch nicht vorstellen. Schlechte Noten. Erzähl es doch mal jemand. Du wirst gesaugt und hast 3 Sekunden Cooldown. Glaubt ja keiner. Dieses Timing hier. Schlechte Schüler, schlechte Noten. Jetzt aber. Ihr werdet das Semester nicht oh, so weit weg. Minuspunkte für euch. Atem gleich. Ja. Boah, wieso sind so viele auf einmal aufgetaucht? Alter. Wieso sind so viele auf einmal aufgetaucht? Hast 10 gleichzeitig da. Hat nicht jeder so viele Stacks oder was? Also der Boss war, der Boss war vorher entspannter. Und wieso hat er eigentlich er hat mein Ding gar nicht angenommen. LOL, Schiff Gear hat er nicht angenommen, mein Pot. Ich hab gedrückt und hat nicht angenommen. Fläche unter dir. Lauf. Ihr werdet das Semester nicht bestehen. Schlechte Schüler, schlechte Noten. Ey, wieso ist denn dieser Bosskampf jetzt so krass? Scheiße, Digga, was hier alles da? Minuspunkte für euch. Wenn ich aus dem Raum rausgehe? Oh. Lernt daraus. Rauslaufen. Schlechte Schüler, schlechte Noten. Lauf. Ihr werdet das Semester nicht bestehen. Also wir sind gestorben, weil beim Reinziehen oder so. Gab so viel Schaden. Sind wir durch die Kugel reingezogen worden oder was? Ja, Heiler kann ja auch hier letzten kommen.
die Parameter, die ich in meinen nicht am Arbeitsplatz Zauber gewogen bitte danach, habe, waren danach kann ich wieder bitte installieren. Komm bitte. Extrem. Danke, dass ihr geholfen habt, die Schule auf Vordermann zu bekommen. Ach, Boss, kann ich? Aber wir haben den Kiegel nicht geschafft. Ja, hast du noch eine Minute. Mit zwei jetzt oder einen. Oder mit Kampf wahrscheinlich jetzt hier. Oh, an der Aspekt. Was? Ich habe gerade Aspekt jetzt auch nicht gemacht hier. Boah, plus zwei Punkte, zum Glück. Was habe ich denn vorhin gefettfingert, dass dieses... Okay, das war aber nur kurz. Hit the spelling, hit me like three times. Sort your shit out, that didn't kill you. Spucken. Was ist denn jetzt? Was für ein Film bin ich jetzt hier gelandet? The fuck? Suck it, loser. Alter, Leute, entspannt euch doch mal. Was ist denn jetzt passiert? What happened? What happened? Sag mal, Blätter und Blätter.